Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute Leute zocken wir mal den Cash Grab Simulator. Also irgendwas, dass wir Geld aufheben müssen oder so. Mit dabei ist auch Thomas. Hallöchen, und wir werden sehen, was es ist, ne? Was uns erwartet. Ich würde sagen, starten wir direkt ins Tutorial. Das genau. Haben wir hier schon geöffnet und hier steht Willkommen zum Tutorial, folge den Pfeilen und um halt durchs Tutorial zu navigieren, so, dann gehen wir mal ganz kurz einen Pfeil weiter. So, das hier ist ein Game Studio. Hier kann man bessere Spiele kaufen und man kann ebenfalls schneller Geld verdienen und da hinten ist dann die Bank. Ja, warte, wir gucken mal, hier ist die Bank. Hier kann man dann das Geld einlagern, was man halt im Backpack hat, also im Rucksack. Dann kann man hier ein größeres Backpack kaufen, wenn man halt mehr Geld tragen möchte. Dann gibt's das Ende und jetzt dürfen wir Spaß haben. Ja, dann bin ich mal gespannt. Hallöchen. Oh. Hallöchen. Was haben wir denn hier? Roblox? Wir haben... Okay, warum? Ja, was sind das her für Pfeile, die hier verbunden sind? Das frage ich mich gerade auch. Kann ich mich auch mit dem verbinden, oder? Ich weiß nicht, aber das war hier ins Game Studio. Equipped? Hä? Ja. Moment. Hey, Roblox Game Shop. Was ist das denn? Man kann sich hier eine bessere Maus kaufen, sehe ich gerade. Aber wir haben doch gar kein Geld. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich an Geld? Ja, ich sehe gerade, weil zum Beispiel diesen, der jetzt 231 Dollar hat, den kann ich natürlich jetzt nicht antippen. Wenn ich jetzt aber hier so einen Noob nehme, der 8 hat, oder zum Beispiel den kann ich auch, oder? Nee, das geht nicht. So, jetzt folgt er mir nämlich. Jetzt kann ich durch die Stadt weiterrennen. Okay, der Koch hat auch zu viel. Dann haben wir auch noch einen Noob. Ja, das heißt, die haben halt auch immer unterschiedliche Mengen an Geld dabei. Ja, halt, genau, das meine ich. Und das heißt, zieht man denen halt ab eigentlich. Ja, genau. Das heißt Casual? Jetzt brauche ich mehr Geld oder? Nein, das hat mit Geld nichts zu tun. Die Maus, deine Maus, die du hast. Ach, das hier ist wichtig. Das ist eine Noob-Maus. Ein besseres Backpack kostet 250. Ja, warte mal, wir sind gerade... Wo ich jetzt gerade hier bin, hole ich mir mal direkt diese bessere Maus, diese Break-Jail-Maus für 100 Dollar. Ja, das ist, also ich muss sagen, ist echt lustig, das Spielprinzip. Jetzt, wo ich das verstehe. Jetzt habe ich schon... Achso, okay, das meinst du. Man kann maximal 2 Kunden haben, ne? Genau. Und vielleicht habe ich jetzt durch meine bessere Maus eine andere Anzahl. Das muss ich mal ausprobieren. Aber ich kriege meinen Rucksack nicht geleert. Ja. Ich gehe hier hin und gehe dann an diese Automaten. Ist das richtig? Nein, du hast doch da hinten... Da hast du so einen grünen Bereich. Ja. Ja, und da gehst du hin. Ach, da muss ich hin. Ja, ich dachte, hier ich muss an die Automaten oder nee, so. Nee, das ist falsch. Ey, das ist echt cool. Moment, Leute, dann machen wir es mal folgendermaßen. Wir wollen den Vorgang ein bisschen beschleunigen. Leute, man kann sogar Sprinten kaufen für 50 Robux, VIP für 200. Customer klonen. Okay. Ist natürlich cool, wenn man hier sprinten kann. Komm, ich kaufe mir jetzt Sprinten. Ja? Jetzt kann ich sprinten. Da bin ich jetzt auf jeden Fall etwas schneller unterwegs. So, jetzt habe ich schon wieder mein Inventar voll. Und ich kaufe mir mal 400 Cash für 100 Robux. Haben wir schon mal so einen Startervorteil. So, jetzt haben wir 400 Cash. Und jetzt gehe ich mal wieder... Jetzt geht's richtig rund bei dir, ne? Ja, jetzt geht's bei mir auf jeden Fall rund. Oh, ja. Schneller. Okay, dann heißt, du bist ja viel schneller. Das ist jetzt, ja geil. Ich gehe jetzt hier in diesen Backpack-Shop und dann kaufe ich mir den für... Ah, ich kaufe mir für 250 erstmal, sonst was anderes habe ich ja auch nicht. So, equipped. So, jetzt gucken wir mal, ob wir auch vielleicht mehr Leute ansprechen können. So, den Pro kann ich hier nicht auf meine Seite ziehen, Casual auch nicht. Aber also, ich kann schon 3 Stück ansprechen, das ist, glaube ich, mausabhängig. Mausabhängig, okay. Ja, aber immer noch Noobs. Ja, aber woran liegt denn das, ob ich jetzt Noobs ansprechen kann oder ob ich jetzt halt Pros und so ansprechen kann? Ja, dann geh mal in den Game Shop und hol dir einen anderen Controller. Ja. Moment. Der kostet 300, glaube ich, und ich glaube, mit dem kann man schon einiges, also viel Ach, hier Geileres Game Studio kaufen. Meinst du, ne? Ja. Okay, wenn ich will jetzt erstmal sparen, bis ich ungefähr 500 habe. Ja. Und danach können wir mal weiterschauen. Boah, das mit dem Rennen ist schon ein richtiger Vorteil, ne? Weil du klaust mir gerade alle. Ja. So, Leute, ich bin jetzt bei 500 Geld angekommen und jetzt möchte ich mir nämlich auch mal was Besseres kaufen. So, deshalb gehen wir in den Game Shop. Und dort kaufen wir uns jetzt das Spiel oder den Gegenstand für 500 Geld. Oh, okay. Ich bin dran vorbeigerannt. So. Also, hier haben wir es. Und jetzt können wir uns hier einen Man Spider The Amazing kaufen. Nicht schlecht. Wir können 3 Dollar verdienen. Okay, schauen wir mal ganz kurz nach. So, da haben wir es. So, jetzt einmal hier hin. Zack. Die Leute bekommen ja auch diesen Gegenstand in die Hand gedrückt, ne, wenn man denen das andreht.
Ja. So, und wie viel kann ich jetzt auch ansetzen? Ich kann jetzt den nächsten Noob hier mitnehmen. 3 Noobs? Ja. Ich kann 3 Noobs nehmen, oder? 3 Noobs? Ja. Aber man kann ihn halt mehr Geld auf einmal abziehen. Man ja, kann genau. ihn jetzt $3 pro 2 Sekunden, glaube ich, sollte das sein. Ja, schon auf jeden Fall ordentlich. Schon besser, ne? Weil das dauert dann schon so seine Zeit am Anfang. Ja, aber ich glaub, und ich kann jetzt Casuals, ich kann jetzt Casuals auch anlocken, also die mit dem gelben Kreis, ja. Ich wette, die haben mehr Geld dabei. Ja, ich haben glaub, die das auch. Ist der Unterschied. Ja, haben ne? die auch. Ja, ja. Boah, das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Und dann halt 3 Leute. Oh, mein Backpack ist schon voll. Hast du, ich habe jetzt auch den 75er, das ist schon mal ein großer Vorteil, da muss er nicht andauernd hin und her rennen. Ja. Aber jetzt brauche ich halt auch so eine passende Maus, wie du hast. Oder Controller oder wie man das auch immer hier nennt, ne? Ja. Ja, jetzt habe ich schon wieder 100 auf der Bank. Also jetzt mittlerweile geht es halt schon deutlich schneller, wenn wir sehen, wie schnell sich das füllt. Wir bekommen so alle 2 Sekunden $9. Das ist schon echt nicht schlecht. So, jetzt muss man. Und dann noch mit deinem Sprint, ne? Also. Ja, stimmt. Dann bist du schnell dabei. Was ist das hier für eine Stufe? Das hier ist noch was anderes. Backpack ist voll. Boah, wie schnell geht denn das auf einmal? Boah, das ist richtig heftig schnell gegangen. Meiner ist noch nicht mal halb voll jetzt gerade. Ja. Geile Sache. Ja, auf jeden Fall macht mega Spaß, finde ich. Nur man muss es halt erstmal verstehen. Weil danach geht's auf jeden Fall, Leute. Also müsst ihr auch mal ausprobieren. Ihr wisst ja jetzt, wie das geht. Und, ey, mein Rucksack ist wieder voll. Das geht so schnell auf einmal. Boah, mega Backpack schnell. Ist voll. Aber zum Beispiel gerade war ich zu weit entfernt von dem einen. Da stand unten rechts eine Meldung, dass der Vorgang abgebrochen wurde, weil er halt weg weil war. Weil er keinen Bock mehr auf sich hatte. Ja, das auch, aber, aber weil er out of range war, war der primäre Grund. Ah, okay, okay. Hab ich mir sagen lassen, ne? In echt hatte er keinen Bock mehr auf dich und ist abgehauen. Er dachte sich, oh, Freiheit! Ja, endlich. Endlich dreht er mir nichts mehr an, dieser... Ja, genau, genau. Ey, ich muss ihm mein Geld nicht mehr abgeben. Okay, cool. Oder auch nicht so, cool für die Leute. So, dann zoomen wir mal weiter hier. Da ist noch ein Grüner. Da ist ein Grüner. Oh, die sind ja hier gerade wie Sand am Meer verteilt. Ja, ich bekomme die Casuals nicht mehr so. Also hier sind so wenige. Ah, ja, die... Jetzt auf einmal wieder. Die werden von allen geklaut, ne? Ja, das ist das Problem. Zum Beispiel der eine, der steht nur vorm Laden, geht dann wieder rein und geht wieder raus. Ja! Also ich habe jetzt echt viel Zeit verschwendet, muss ich sagen. Dadurch, dass ich halt, nicht mit Noobs interagiert habe, sondern nur mit Casuals, obwohl es macht ja keinen Unterschied, so gesehen. Doch, also, ja, natürlich, der Unterschied ist, dass ich dann mehr Noobs habe. Ja, genau, das ist ja tatsächlich so. Ja, ist auch so. Wäre besser für mich, wenn du nur Casuals nimmst, ne? Ja, aber nee, danke. Schade, versuchen kann man es ja. Ja. So, dann fehlen mir nur noch 44. Dann bin ich auch ein Spider-Man-Profi und kann hier durch die Stadt schwingen. Das Lustige war ja einfach, mein erster Eindruck war so, okay, was sind das hier für Strahlen über meinen Körper? Ja, und jetzt auf einmal, schon ne, komisch. Ja, jetzt auf einmal denkt man sich so, ey, geil. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ich habe jetzt $900. Und ich kaufe mir jetzt, gleich den größeren Backpack. Also wenn du diesen Spider-Man-Controller hast, geht der schon deutlich schneller. Ja, ich finde gerade nur keine Noobs, weil du mir alle klaust, weil du schneller bist. Ja, so ist das halt. So, Backpack ist full. Das heißt, wir müssen wieder was verkaufen gehen. Aber dann sollten wir diesen 1000er Backpack auch... Ne, 300 kann man ja mitnehmen in dem, ne? Ja, genau. Okay, dann holen wir uns den jetzt mal, weil dann muss ich nicht immer hin und her rennen. So, Purchase, Equipped. So, okay, perfekt. Guck mal, jetzt habe ich so ein so Geldscheine auf dem Rücken. Echt? Ich guck mal gleich sofort. Ich hole mir eben den Spider-Man-Controller. Ja. Ich habe nämlich jetzt genau 500. Okay, das ist schon mal nice. Und da ist er auch gekauft. Oh, Spider-Man! Dün, 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 dün. Nicht schlecht. So, wo bist du denn hier? Ich bin in der Nähe vom Game Studio. Hier, siehst du? Hallo! Hinter dir! Ach, da! Wow! Sieht ja geil aus. Okay. Ich hab Militärrucksack. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, Casual kann ich jetzt auch nehmen. Geil! Ja, Casuals kannst du jetzt auch an... Richtig geil. Das ist echt praktisch. Ja. So 96. Oh, der Rucksack geht ja richtig schnell voll jetzt. Ja, das meine ich ja. Deshalb, das war gerade so ein kleines Hindernis. Aber die einen hier, diese ganzen Pros, sage ich mal, die sammeln gefühlt die ganze Stadt ein. Ja, ist echt so. Leute, habt ihr gesehen, wie viele eine hatte? Das war nicht mehr normal. Das ist quasi ein Regenbogen, was die ja, da sich wirklich. Erziehen. Das ist total krank. Das ist verrückt, ja. Schon nicht mehr normal. Schon 250 habe ich gesammelt. Boah, ey. Das ist echt hammerhart. Es macht aber auch Spaß, Leute, muss man dazu sagen.
Ja! Also es macht wirklich Spaß, es erinnert uns, hatte Thomas gerade auch schon gesagt, etwas an den Snow Shoveling Simulator. Ja, was ihr noch also kennt. Sehr. Und ich fand, Snow Shoveling war richtig geil, also ist das ja auch richtig geil. Ja, ihr könnt ja gerne mal ein Like da lassen, Leute, wenn ihr vielleicht sogar noch einen zweiten Part davon sehen wollt. Dann wird es auf jeden Fall noch einen zweiten Part sehen, geben, nicht sehen. So Leute, wir haben jetzt insgesamt wieder 1000 Dollar gesammelt. Ich denke mal, das ist ganz gut. Und deshalb kaufen wir uns jetzt das nächste Spiel, was wir den Leuten verkaufen können. Und zwar ist das Mortal Kombat, habe ich schon gerade reingeschaut in den Laden. Boah, das hört sich geil an. Das hört sich echt nicht verkehrt an. Und hier nochmal ganz kurz ein Casual. So, okay Leute, dann würde ich sagen, holen wir uns das Spiel. Das nächste gibt es ab 1500 Dollar. Ja. Wir könnten 5 Dollar... Und Interessisten, okay. So, dann kaufen wir es mal. Und jetzt bin ich echt gespannt. So, einmal hier. Nee, das ist schon unser Kunde. Ach, erstmal ausrüsten natürlich. So, jetzt hier Casual. Und ich, genau, ich kann jetzt auch die Enthusiasten, oder wie man das nennt, kann ich auf jeden Fall auch anzetteln. Und die haben, alter Schwede, wie viel die haben? Wie viel haben die? So 170? Boah! Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Also da muss man halt nicht den Leuten mal hinterher rennen. Also jetzt geht's echt verdammt schnell, muss man das ja, so sagen. Ja, kann ich mir vorstellen. Wie teuer war das? 1000? 1000. Boah, dann fehlt mir auch nicht mehr viel. Okay, sehr gut. Ja, also jetzt habe ich habe jetzt richtig vier nice. Leute hinter mir. Ja. Und die haben alle so um die 100. Und mein Backpack ist schon voll. Also jetzt wird's richtig schnell gehen. Da bin ich mir ganz sicher, Leute. Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Überleg mal, du hattest das jetzt vielleicht, weiß nicht, 10 Sekunden drauf? Ja, und jetzt habe ich schon wieder 300 Dollar. Boah, das ist nicht normal. Und ich bekomme... Warte mal, wie viel bekomme ich? 5 Dollar, glaube ich, pro... Nee, 2 Dollar. 2 okay. Dollar pro Person. Aber es geht halt immer so schnell. Jede Sekunde 2 Dollar von 4 Personen. Also 8 Dollar in der Sekunde. Geil. Richtig, richtig geil. Das ist schon mal auf jeden Fall dann ein Fortschritt, würde ich sagen. Ja, und jetzt muss man sich halt auch nicht mehr so darum sorgen. Im Grunde bleibt man nur noch in der Bank stehen und zahlt das Geld ein. Genau. Jetzt habe ich auch schon so Regenbogen hinter mir her. Sieht auch schon mal ganz nice aus. Jetzt müsste ich eigentlich noch mal einen Noob aus Prinzip holen, damit ich so... damit du mehrere Farben hast, ne? Ja, genau, warte. Sieht doch... Ah, jetzt ist er weg. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. So, Ziel des Spiels ist es nämlich, einen Regenbogen zu bekommen. Nein, ja, Spaß, genau, Leute. Das Spiel ist eigentlich Rainbow Simulator. Ja, genau. Das wäre es ja. 970, ey, boah, das ist so krass, wie schnell das geht. Ja, das kann man gar nicht glauben, wenn man die ganze Zeit so anders gespielt hat. Kann ich auch Exhaust mitnehmen und dann wird jetzt definitiv besser gesammelt, ne? Ja, jetzt wird schneller gesammelt, das stimmt. Die Noobs werden jetzt an der Straßenseite stehen gelassen. Oh, das oder? Ist der erste. Wo, aber jetzt finde ich natürlich keine, ach, da hinten. Ah, jetzt klaust du mir die natürlich. Natürlich, kein Problem. Der Standard, kennt man nicht anders. Eben. So, den hole ich mir jetzt, das ist meiner. Yes. Und wo ist denn der nächste Kollege? Es geht so schnell gerade und ich habe auch keine Leute hier, denen ich irgendwie Sachen verkaufen kann, nur Noobs. Ja, aber das sieht ganz lustig aus, wie die Leute mit den Controllern in der Hand dann hinterher rennen. Ja, das finde ich auch ganz nice gemacht. So, dann gehen wir mal wieder in die Bank und weg ist das Geld. 189 schon wieder, das ist schon mal ordentlich. Der nächste Exos, wow, 3 Stück habe ich jetzt an der... Ne, das ist ein Pro. Also gibt es Pro, Legend, Exos, Noob, was gab es noch alles? Gott. Casual gab es und... Ja, das waren alle Stufen, oder? Hätte ich jetzt so gesagt. Ja, ich habe mir jetzt auch das neue Spiel gekauft, Toon Splat. Und was kann ich jetzt damit machen? Toon Splat, ich bekomme 5 Dollar, glaube ich, von der einen Person. 5 Dollar? Ja. Boah. Oder? Ah, ich habe mein Backpack ist wieder voll. Ich glaube, ich habe jetzt 5 Dollar von der einen Person bekommen pro Sekunde. Schau mal nach. Schon richtig enorm. Ich bleibe jetzt einfach nur noch stehen. So, Leute, das war's auf jeden Fall von der ersten Folge. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann lasst unbedingt jetzt ein Like da, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao.